Guten Tag, mein Name ist Knob, ich bin der Chirurg hier in der Klinika Picasso. In meinem heutigen Video geht es um die Behandlung des Leistenbruches, zu dem ich einige Informationen geben möchte. Der Leistenbruch ist ein sehr häufiges Leiden und er ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Bauchwand an Schwachstellen in der Leistenregion Vorwölbungen auftreten, die kosmetisch stören können oder aber auch andere Symptome verursachen können. Neben der sichtbaren Vorwölbung können dies Schmerzen sein, besonders beim Husten, beim Pressen, wie beim Stuhlgang, beim Treppensteigen. Das sind oft ziehende Schmerzen. Sie können auch mit einem Fremdkörpergefühl verbunden sein und können in seltenen Fällen bei akuten Formen durch Einklemmung zum Beispiel von Dünndarmschlingen auch ein sogenanntes akutes Abdomen bewirken, das dann sofort operiert werden muss. Die Diagnose eines Leistenbruches ist im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten relativ einfach. In der Regel genügt schon die Blickdiagnose oder die einfache klinische Untersuchung. Weitergehende Untersuchungen sind zum Beispiel die Sonographie, eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie sind in der Regel dafür nicht erforderlich. Leistenbrüche zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht spontan heilen und im Laufe der Zeit größer werden. Daher sollte man, wenn gravierende Kontraindikationen für eine Operation ausgeschlossen werden können, doch eine operative Versorgung empfehlen. Leistenbrüche können auf verschiedene Arten operiert werden. In klassischer offener Weise, mit Nahtverfahren oder mit der Einlage eines Kunststoffnetzes, aber auch durch laparoskopische, sogenannte minimalinvasive Verfahren, die ebenfalls zu einer Netzimplantation führen. Man kann sagen, dass man für jeden Patienten ein individuelles Konzept erstellen kann, wie für ihn die optimale Leistenbruchversorgung gestaltet werden kann. Die nötigen Voruntersuchungen können wir hier alle in der Klinika Picasso organisieren, sodass Sie erst zum Morgen der Operation in die Klinik kommen müssen. Diese Operation führen wir in der Regel in rückenmarksnaher Betäubung durch, sodass Sie nach wenigen Stunden bereits wieder das Krankenhaus verlassen können und eine Vollnarkose vermieden werden kann. Die Wunde ist in der Regel einige Tage nach der Operation geschwollen. Hautfäden müssen nicht gezogen werden, da wir auflösbare Hautfäden verwenden. Sie sollten sich die ersten 2 Wochen nicht stärker belasten. Eine Arbeitsunfähigkeit kann bis maximal 6 Wochen je nach ausgeübter Tätigkeit andauern. Zusammenfassend kann ein Leistenbruch heutzutage wenig belastend und mit hoher Sicherheit operiert werden. Als ehemaliger Leiter eines Hernienzentrums kann ich Ihnen diese Expertise hier in der Klinika Picasso anbieten. Den Link zum Artikel finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank.